Liebe deutsche Mitbürger und Mitbürgerinnen, liebe geduldete Kanaken, ich möchte meine Ansprache nutzen, um aufmerksam zu machen und zu warnen vor einem bestimmten Menschen, der terroristische Attentate vorhat auf unser geliebtes Deutschland. Alias mit seinem Album Bombe, was am 17.10. auf die Republik losgelassen werden soll. Hüten Sie sich vor diesen volksverhetzenden und politisch unkorrekten Aussagen. Immer wenn mein Mann sich dieses Album angehört hat, wollte er in den braunen Salon. Danke. Liebe Freunde, wir haben uns heute zusammengefunden. Es geht um ein ganz spezielles Thema. Ich möchte darauf hinweisen, dass am 17.10. das Album von Alias im Handel steht, Bombe. Und die ganzen anderen Rap-Alben waren zu bourgeois. Holt euch das Album. Und sogar ich, als alternder Modezart Dandy, feiert das Album. Ja. Das hat Drive, das hat Potential. Kauft euch das im Laden. Und das war's. Ober, noch eine Latte ohne Macchiato, bitte. So, liebe Freunde der gepflegten Pornografie. Wo ist meine Botox-Spritze? Da. Ich wollte euch nur auf eins hinweisen. Album Bombe von Alias kommt 17. Oktober in die Laden. Kauft euch, denn Alias nimmt Mund voller als ich zu meiner besten Zeit. Ei, ihr Drecksäcke, ihr Eierköpfe, ich bin's, die alte Drecksau. Ich wollte euch nur eins mitteilen. 17. Oktober, Alias Album, Bombe, zu kaufen. Und Alias lässt im Oktober nicht nur die Bombe platzen. Versteht ihr mich? Ich wollte auf etwas hinweisen. Das neue Alias-Album kommt am 17. Oktober auf den deutschen Markt. Die innere Sicherheit ist wieder gewährleistet. Alias macht mobil. Er wird das Land auf Vordermann bringen mit seinem Album. Er ist the last man standing. Seine Musik geht nach vorne. Und mit diesem Album, seinem Debütalbum, wird er lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Bleibt mir nur schlussendlich zu sagen, bei diesem Album geht einiges. Hey Leute, da seid ihr ja, ihr seid ja so krass crazy. Rock'n'Roll, was ich euch nur mitteilen wollte, was total zubi ist, das Alias-Album kommt raus am 17. Oktober. Kauft's euch, es ist Wahnsinn. Ich hatte schon ein bisschen Pipi in den Augen. Aber es ist total geil. Es ist Rock'n'Roll, es ist Hip-Hop, es ist alles. Es ist die Bombe. Holt euch das Album und dann seid ihr genauso echte Männer wie ich. Okay? Rock'n'Roll, Baby. Schrei! So, Ladies and Gentlemen, ich habe ein ganz besonderes Anliegen. Ich habe neulich auf der Catwalk Alias Album gehört auf der iPod und musste Kacka in die Hose machen. Da war ziemliches Drama, Baby, in der Unterhose. Und ich wollte nur sagen, holt euch das Album vom Alias, kauft es. Es ist der Wahrheit, Baby. Hallo, mein Name ist Sido. Und ich wollte euch nur ans Herz legen, kauft euch das Album von Alias Bombe am 17.10. Er besticht auf jeden Fall durch seine lyrische Eloquenz und er könnte mein nächster Nachfolger werden. Holt euch das Album, bitte. Yo, hier ist Siggi, Alter. Tight, Alter. Holt euch das Album von Alias Bombe am 17.10. Sonst gibt's Schellen, ihr Opfer. Tight, Alter.
meine Jünger und Jüngerinnen, Gott hat mir eine Botschaft übermittelt. Und zwar geht es um das Album von Ali As. Er ist zwar kein Christ, dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass sein Album am 17. Oktober 2008 herauskommt. Und das Besondere an Ali As ist, dass er ungeschützten Geschlechtsverkehr ausübt und dafür hat er meinen Segen, liebe Christen und Christinnen. Amen. Halleluja. So, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Dr. Peter Enes. Ich bin der Rechtsbeistand vom Herrn As. Ja. Ich möchte hiermit darauf hinweisen, dass die vorangegangenen Aussagen sich nicht unbedingt decken müssen mit denen meines Mandanten, denen von Herrn Deluxe oder seines Unternehmens Deluxe Records mit Sitz in Hamburg. Des Weiteren möchte ich hinzufügen, dass die Meinungen nicht unbedingt die meines Mandanten und oder seiner Partner widerspiegeln und somit distanzieren wir uns von jeglicher Art von radikalen Äußerungen und wacken Wortspielen. Abschließend möchte ich das Ganze mit einem Zitat von einem der für mich größten Dichter des 21. Jahrhunderts und der Nachkriegszeit. Fick, was du denkst. Fick, fick, was du denkst. Junge, ich bin nicer. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen würden. Ja, Fräulein Oloch, ich bräuchte einen Tisch für zwei heute Abend um 9 im goldenen Trüffel. Was? Meine Frau? Nein. Ich dachte, Sie gehen mit, Sie geiles Stück. Am 17.10. das Alias-Album kaufen.